Hallo zu einem weiteren Neuheitentest 2015 im Klasse 1 Bereich. Heute das Future Class von Leslie mit einer Gesamt-NEM von 207 Gramm. Es handelt sich hierbei um 30 Vulkane und Fontänen. Und schauen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal genauer an. So. Ich leere das einfach mal aus, weil ich glaube, sonst dauert es zu lange. So, hier haben wir also einmal den Cyber Quickling. So wie man hört, ist das kein echter Vulkan, sondern nur eine Fontäne im Vulkan drin. Also einmal hier den Cyber Quickling. Davon haben wir 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Stück. 10 Stück vom Cyber Quickling. Dann haben wir hier noch eine Fontäne, und zwar die Moonshine. Die Moonshine haben wir hier noch. Recht schwer eigentlich. Davon haben wir vermutlich auch wieder 10. 4, 6, 8, 10. In der Tat, das sind 10 Stück. Und dann haben wir hier noch, ich höre keine Fontäne, also echte Vulkane sogar, den Smoothiv Park. 10 Stück hiervon. Es werden wahrscheinlich die Vegas Vulkanos sein, die ja recht gut sind, finde ich zumindest. Davon haben wir wieder 10 Stück. Ich schätze mal, das hier sind die aus dem Dream Team. Genauso wie die hier aus dem Dream Team sein werden. Alles nur umgelabelt. Und das sind, denke ich mal, die Vegas Vulkanos von 10 Stück jeweils. Und das ganze Set hat 12 Euro gekostet. Und wollen wir doch mal schauen, ob das Ganze wert ist in einem Test. Den seht ihr gleich. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir bei schönster Kulisse die Neuheit 2015 von Leslie im Kategorie 1 Sektor. Das Future Class mit drei verschiedenen Fontänen. Zehnmal dieser Vulkan, der echt eine Fontäne ist. Zehnmal Fontäne und zehnmal umgelabelte Vegas Vulkanos. Wir fangen einfach an mit dem Vulkan. Steilkühe ist nicht unbedingt so berauschend, aber schöner Effekt. Ja, ganz nice eigentlich. Also wirklich herrliche Landschaft hier. Machen wir gleich weiter mit der Fontäne. Kleine grüne Bengalbasis. Und sprüht schon höher. Silber bis Gold. Schöne rote Sterne. Auch ganz cool. Und machen wir gleich noch den umgelabelten Vegas Vulkanos. Ich schätze mal, dass der ist. Ordentlich hoch. Wunderschöne blaue Sterne. Also für Klasse 1 echt der Hammer. Also auch das kann ich nur empfehlen und bis dahin, ciao.